So, ich sag mal großes herzliches Willkommen zu Pokémon Part 22. Yay, und wir waren hier bei den Elektroball stehen geblieben, die wir jetzt besiegen sollen. Und dann fangen wir doch mal oben an. Baum, 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 baum. Und ein Elektroball auf Level 23. Wo ist Paule? Paule, gib ihm den Feuerschlag. Burn, burn. Okay, Elektroball ist dann besiegt. Und wir erhalten 492 Erfahrungspunkte. Und Paul ist ja kurz vor Level 44 schon. Gut, kleines Ding nebensächlich jetzt. Und zwar, Banjo-Kazooie muss kurz ein bisschen stillstehen. So zwei, drei Tage lang, da ich ein kleines Problem hatte mit dem Emulator und... Das muss ich jetzt erstmal beheben und dann wird in 2-3 Tagen wieder weiter gebanjoed. Aber jetzt sind wir hier bei Pokémon, wollen nicht weiter über Banjo reden. Und los! Ja. Wir sind Level 44. Paule, noch eins von den Dingern da besiegen. Und dann sind wir fertig damit und Happy Happy Day. Oh, Happy Day. Dann wird es Elektroball. Nochmal für Level 23. Schicken wir Paule wieder in den Kampf, der diesmal aber mal Flammenrad einsetzen wird. Voll ins Gesicht. Naja, Elektroball wurde besiegt. Wir haben unsere Seite komplett erledigt. Gucken wir mal, ob Bill auch fertig ist. Quatsch, Siegfried. Warum sage ich jetzt mal Bill? Das merkwürdige Signal ist verschwunden. Desi soll sich wieder normalisiert haben. Du bist ein Held. Ich möchte dir im Namen aller Pokémon danken. Ja, du sollst das annehmen. Ich habe es hier gefunden, kann es aber nicht gebrauchen. VM6. Yeah, das nächste VM. Das ist Wirken. Gibt dies einem Pokémon in Reihen nicht ohne mich queren. Aber vergiss nicht. Gib nicht den Orden von Mahagonia City, um die VM außerhalb des Kampfes einzusetzen. Seppi, es ist ein langer und steiniger Weg bis zum Pokémon-Meister. Bist du bereit, diesen Weg zu beschreiten? Ich verstehe. Du hast recht. Wenn du die Flinte so schnell ins Korn werfen wirst... Hattest du nie vor, diesen Traum wirklich zu verwirklichen? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Adieu, Siegfried. Dich sehen wir hundertprozentig ja nochmal. Möchte jetzt aber nicht unbedingt sagen, wo. Gut, dann gehen wir auf das Warpfeld und begeben uns nach oben. Und haben somit Team Rocket geschlagen, besiegt, wie auch immer. Und jetzt gehen wir hier rein. Guten Abend, du bist spät dran gekommen. Pokémon sind in deinem Heim. Wo wieder fit? Ja. Bitte halt mein Pokémon, meine Pokémon, alle 6. Und dann begeben wir uns jetzt zu Arena 7, wo wir Arena Leiter 7 treffen werden und uns unseren Orden Nummer 7 logischerweise holen werden. Gut, auf in die Arena. Und das war ja die Arena. Naja, das kriege ich auch noch hin. Um zu Norbert, unserem Arena-Leiter zu gelangen, musst du denken, bevor du loslegst. Ich umdenken. Das wird interessant noch. Naja. So, Schieferan Helga möchte kämpfen. Sie sieht Rosana in den Kampf. Eis-Pokémon, hier ist ein Feuer. Und, oh, Level 28, doch mal ein bisschen stärker endlich. Normal sollte man einen Feuerschlag ziemlich gut draufhauen können und Rosana besiegen können. Die uns nämlich sonst abknutscht. Auch nicht gerade schön. Sonne wurde besiegt. Wir erhalten 28 Erfahrungspunkte. Helga wurde besiegt. Und wir erhalten 2016. Dann müssen wir auf den Weg machen, um zu sehen, wer es noch da hinkommt. Muss ich kurz denken, und dahin ist das. Okay. Soll ich jetzt was falsch machen? Muss ich erstmal denken. So auch richtig denken. So. So. Wird zwar nicht viel bringen, was ich hier mache. Jetzt ist interessant. Oben oder nach unten? Nach oben oder nach unten? Nach oben oder nach unten? Jetzt habe ich vergessen, wie es oben lang geht. Nach oben so bis dahin. Das bringt uns auch nicht weiter. Also wenn wir nach unten slittern, nach da slittern, nach da slittern, nach da slittern, haben's.
Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen, genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Dann demonstriere mal, Norbert. Oh man, echt ein alter Kreis. Okay, Norbert schickt Europe in den Kampf. Und Europe ist Wassereis. Aber mehr Wasser. Deswegen ist Donnerschlag hier besser angebracht wie ein Feuerschlag. Das war jetzt logisch gedacht. Attacke ist sehr effektiv. Europe wurde besiegt. 507 sind sie Erfahrungspunkte. Norbert setzt Jugong ein. Wir möchten kein anderes Pokémon einsetzen, weil Jugend ist die Weiterentwicklung von Europe. Und ist gegen Donnerschlag auch nicht gerade gewappnet, würde ich sagen. Und Jugend ist auch besiegt. Attacke sehr effektiv. Und wir haben 1093 Erfahrungspunkte und er hat noch ein Kneifel. Keifel und drücken wir mal Feuerschlag rein gegen Keifel, weil Keifel ist, glaube ich, jetzt wirklich auch ein Eis-Pokémon. Ja, und deswegen ist es besiegt. Und wir halten 1062 Erfahrungspunkte und Arena-Leiter Norbert wurde besiegt. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Orden würdig. 3010 und geschafft. Sehr wie alt Eisorden. Dieser Orden hebt den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. Wir hatten TM Nummer 16. Was ist das? Eissturm. Oh, Schaden und verringerte Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winters dar. Gut, dann haben wir das geschafft und können jetzt gemütlich hier rausschlittern. Und erhalten einen Anruf von Professor Lind. Seppi, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil ich im Radio etwas Seltsames gehört habe. Sie sprachen über Team Rocket. Seppi, weißt du etwas darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Pass auf dich auf. Das hört sich mal wieder so an, als wäre Team Rocket unterwegs. Pokécom. Gucken wir mal. Wir sind Team Rocket. Nach 3 Jahren Vorbereitungen sind wir bereit für unser Comeback. Giovanni, hörst du uns? Wo ist unser Boss? Hör dazu? Ja. Gut, ich glaube nicht, dass er zuhört. Jetzt holen wir schnell unser Noctu vom PC und fliegen dann mal zum Radioturm, weil da scheint irgendwas schief zu laufen mit Team Rocket mal wieder. Und ich wage es kaum zu sagen, aber ich glaube, wir müssen schon wieder gegen Team Rocket kämpfen. Das ist, ja, Alberta werden wir ablegen. Nicht freilassen. Ablegen. Und werden Noctu mitnehmen. Das wird dann fliegen lernen. Und das werden wir bei Gerd nehmen wir mit und werden es dann fliegen lernen lassen, damit wir jetzt zum Radioturm zurückkehren können. Beutel ansehen auf natürlich fliegen aktiviert, fliegen ein Pokémon beibringen natürlich, und zwar Gerd versucht fliegen zu erlernen, aber Gerd kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen, sondern er kann zugunsten fliegen alle vergessen werden. Der Attacke soll vergessen werden. Das Ganze. Heuler, Gesicht, Schnabel, Hypnose. Macht du Heuler weg. Schwupp. Gerd hat Heuler vergessen. Und Gerd erlernt fliegen. Sehr schön. Dann werden wir es nach Dukatia City zurückreisen. Weil dort scheint Team Rocket sein Unwesen zu treiben. Und bin mal gespannt. So, nach Dukatia City. Fly on the wings of Noctu. Fly, baby, fly. Okay, und da ist schon wieder so ein Team Rocket Fuzzi. Das sieht gar nicht gut aus. Dann trauen wir uns doch glatt mal. Trauen wir uns. Natürlich trauen wir uns da rein. Oh mein Gott, die Musik.
die Musik. Ich glaube, das ist doch... Ja, eindeutig mal wieder Team Rocket Musik. Das ist, ja. Und da ist er, Rainer. Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder den Team Rocket Terrorapparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Okay. Ich würde sagen, diesen Kampf machen wir in dem Part jetzt noch. Dann ist dieser Part leider auch schon wieder zu Ende und schon wieder radikal. Ist dann dieser Part zu Ende. Und wir sehen uns dann natürlich in Part 23 wieder. Wenn ihr lustig seid, wenn ihr Lust habt, schaut ihr weiterhin zu. Ja, Team Rocket wird jetzt noch zwei, vielleicht drei Parts in Anspruch nehmen. Und dann machen wir uns auf zum letzten Arena-Leiter. Und nach dem letzten Arena-Leiter geht's zum Indigo-Platon, wo wir dann endlich in die Pokémon-Liga eintreten können, die Pokémon-Liga machen können. Und mal gespannt, wie ich da durchjumpe. Ob ich da durchjumpe mit Paolo oder nicht. Wird echt interessant. Aber wir haben Radikals besiegt, beide. Und sind kurz vor Level 45. Und werden dann im nächsten Part weitermachen. Ich freue mich jetzt schon, wenn ihr wieder zuschaut. Und immer schön geschmeidig bleiben. Und schaut immer schön weiter zu. Und danke fürs Zuschauen. Und man sieht sich. Ciao.